Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 3. Ja, ich bin hier auf einem Dach vor dem nächsten Boss, aber da der Chaos-Kater noch nicht so weit ist, habe ich gedacht, gehen wir mal hier hinten lang, wo ich noch nicht war. Wo ich ja abbrechen musste den Part, oder beziehungsweise beenden musste den Part das letzte Mal. Und gucken mal, was hier ist. Chaos-Kater meinte, da ist was. Nee, ja, da ist auch was. Ich habe da schon ein paar Typen gekillt, weil, ja, ich wollte es eigentlich offscreen machen, aber nee. Ich kann ja gerade schnell anmachen, nee. Ah, und da ist noch so ein dritter Arsch. Hoffentlich kriege ich den besiegt. Wie schaffe ich das? Ein Ritterring, was ist das denn? Ein Ritterring. Ein Ring für Ritter, haha. Und er bringt, erhöht die Stärke, was kein Mensch braucht. Ein Ring mit dem Porträt eines Ritters erhöht die Stärke. Den Lodrick hielt der Ritter seit langer Zeit als eine der drei Säulen der Herrschaft eines Königs. Er genießt daher das Privileg der Drachenhaltung. Okay. Cool. Ist die Frage. Ich habe leider meine Seelenmassen nicht mehr. Ich komme hier nochmal unsichtbar, weil lustig. Und dann hauen wir dem Seelensperrer ins Gesicht. Ich hoffe, dass er mich nicht direkt erwischt. Oh Gott, das ist so ein starker Arsch, ne? So ein richtig starker Arsch. Ich habe gar keinen Bock drauf. Der Gary, dann wäre dein Video jetzt direkt schon wieder, ne? Jetzt hätte sich jetzt direkt schon wieder erledigt. Ja, ist halt scheiße, ne? Ich werde darunter leiden. Egal, ich habe ihn besiegt, yay. Einfach vier Seelensperre ins Gesicht gehauen, dann ist gut. Ach, guck mal, ist ja wirklich eine Statue. Das war keine Mimik, das habe ich gesehen. Titanitschuppen drei Stück. Nicht, dass ich sie brauche, aber cool. Zumindest nicht mehr. Gelobt sei die Sonne erhalten. Sonnenlichtmedaillen darbieten. Ach, hier geht das! Deswegen konnte ich es bisher noch nicht. Ich habe 14 Stück, soll ich die mal darbieten? Bringt das was? Kannst dich gerne mal darbieten, ja. Jetzt komm raus mit dem Stick. Oh, ich habe heiliger Schwur bekommen. Das ist ja schön. Den Eid jetzt noch tiefer geben, meinen Rang erhalten. Cool. Da hat's doch was gebracht, dass ich hier mit so Leuten wie dir zusammengespielt habe, ne? So Leuten da, so komischen. Leuten wie dir. Ach, guck mal, die Tür hatte sogar mal einen Riegel. Ja, es macht sogar Sinn, dass die nur von dieser Seite zu öffnen ist. Ja, das gefällt mir. Was ist denn heiliger Schwur? Ist das nicht schon, wenn man Maximum mit dem Rang hat? Ich weiß es nicht. Kann ich mal sagen? Keine Ahnung. Ich meine nicht schon. Kann ich irgendwo sehen, wie tief ich ergeben bin für den Eid? Nachricht von Hawkwood beim Schmied aufbewahrt. Blutbefleckte Grasklinge von Hawkwood, dem Deserteur der Untotenlegion. Den habe ich doch gekillt. Tradition, das habt ihr nicht gesehen, Leute, aber das war, als wir zusammen gespielt haben und halt was offscreen machen wollten, da ist er mir begegnet. Was war das? Bei den Loothund-Gedönsen da, ne? Also bei, ja. Bei dem einen Boss, bei dem... Ich weiß, ja, bei den Farron-Fritzen. Ah, ja, genau. Bei den Farron-Sachen. Ja, traditionsgemäß überbringt die Untotenlegion mit der Grasklinge nur die gravierendsten Nachrichten. Komm zu Farrons Mausoleum. Nur einer kann dem Vater Urlen daran folgen. Ah, jetzt habe ich die Nachricht bekommen, wo ich ihn schon lange für gekillt habe. Okay, cool. Also das habe ich bekommen, als ich offscreen beim Schmied war, Leute. Sorry, das habt ihr auch nicht gesehen. Aber der hat mir das dann einfach in die Hand gedrückt. Ich habe nicht mal gesehen, was er dazu gesagt hat, aber... Oh, wow. Oh, dieser Kackboss, ey, nö. Ja, ich weiß nicht, was für ein Boss kommt. Der Kater schon. Ich werde hier aber nochmal einen kleinen Cut machen, bis er es nämlich hierhin geschafft hat. Und dann, ja, versuchen wir uns mal an diesem Kackboss. Ich freue mich nicht. Ihr hoffentlich auch nicht. Yay, tschüss. Bis gleich. So, das ging schneller als gedacht. Chaos-Kater ist schon hier, Mensch. Und wir machen... Wow. Den Drecksboss. Hallo, Chaos-Kater übrigens. Ja. Hallo. Wow. Das war einfach wow. Ich lass mal die Seelensperre, mal gucken, was wir brauchen. Junge. Ich bin ein End. Sag nicht Junge, Junge. Junge. Ich schwör lang. Kommst du? Ja. So, ich kenne den Boss nicht, der ist für mich blind. Ich mache ihn trotzdem im K. Oh Gott, was? Drachentöter-Rüstung? Ach so, der hat seinen eigenen Gefährten dabei, oder wie? Willst du mich verarschen? Das ist ein aufgebiefter Ornstein. Ja, aber wie? Das sieht man auch. Wo er inspiriert wurde, wie man so schön sagt. Was einfach nur Quark ist für... Wir haben keine Ideen mehr. Oh nein, ich habe übrigens keinen Mana. Oh, das ist cool, dass ich gerade dir zuwende. Weil der aber cool ist, weil der eine Mischung aus Habel ist und aus Habel und Ornstein so. Ja, sieht man. Ja, was ich finde halt auch seine cool Pattern gerade cool, aber... Das ist halt cool, dass der eine Mischung ist, weil Habel und Ornstein ja beides Ritter von Gwyn waren. Ja gut, was Smaug doch auch. Ja, natürlich, aber... Oh, das ist nice. Smaug kam auch die Achtung vor. Scheiße. Ich dachte, er wäre gestaggert. Nee, ist er nicht. Das, ja, du kannst dann kurz draufhauen.
Aber es ist, ja, es ist wie gesagt, nicht so, ich dachte, man könnte einen Finisher machen. Das wäre halt schön gewesen. Nee, nee. Aber wir machen immerhin decent Damage. Oh, wow. Fuck. Natürlich hast du da so lange gewartet, du Sack. Achtung, jetzt kommt gleich eine zweite Phase. Jetzt fängt das Vieh ja im Himmel an zu schießen. Oh, toll. Ja, das kann ich ja jetzt brauchen. Sowas finde ich ja absolut scheiße. Ja, und ehrlich. Jetzt geht es einfach nur noch darum, so viel Schaden in kurzer Zeit wie möglich rauszubonnern. Somit mache ich den meisten Schaden, also. Ja. Oh. Nein! Aber du kannst den. Du schaffst den noch, komm. Ah, oh ja, der haut mich mit einem Schlag tot, ne? Ich schaff den noch. Was macht denn jetzt? Blitze vom Himmel? Geil. Komm schon. Nein, ich hab keinen mehr! Nein, 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 nein! Nimm das scheiß Schwert! Ich hab ihn! Das war aber haarscharf, ne? Der hat mich fast noch gekillt und das scheiß Vieh ballert wieder. Warum ballert das immer noch? Boah, Dragon Slayer Armor. Das hat mein Adrenalin hier, ne, rausgepumpt. Sag ich dir. Dieses Kackvieh, warum musst du das mitballern? Das ist ja wohl total bescheuert. Ja, das fand ich auch irgendwie echt ein bisschen ungeil. Total unfair vor allem, weil du siehst ja noch nicht mal, was es macht, wo es was macht und so. Ach, hier ist ein neues Feuer, das ist cool. Hätte ich nur Hinterteil. Was? Vorne Brunnen? Was willst du denn da machen? Okay. Cool. Dann rufe ich dich jetzt nochmal. Du kommst mit. Ich mach den bei mir auch gerade noch schnell. Warte. Achso. Soll ich dir helfen? Also, ich meine, machen wir einen Timer. Du. Wenn ich ihn jetzt schaffe, dann schaffe ich ihn. Wenn ich ihn jetzt nicht schaffe, ist auch okay. Ich meine nur, ich könnte dir halt helfen. Dann gehe ich nochmal ganz schnell in den Feuerbandschrein und hol mir noch ein Level. Was? Denn Leute, ich habe mir zum Ziel gesetzt, ich will die 100 noch haben, damit ihr mich mega lame nennen könnt. Ja. Irgendwie haben nämlich manche Leute wirklich das Bedürfnis, Leute, die ein paar Level sich holen, als lame zu bezeichnen. Finde ich ganz witzig. Du doch auch, Kater, gib's zu. Ja, Mann, das ist hart lame. Finde ich auch. Wie kannst du dich nur verbessern? Wie kannst du es wagen? Das ist schlimm. Kannst du die Möglichkeiten nutzen, die das Spiel dir gibt? Ja, es ist schlimm. Vor allem, wenn ich noch 3 Level mache, habe ich sogar 1000 Lebenspunkte, Mensch. Bin ich nicht mega lame? Wow, ich habe sogar 1000. Hä? Warum wird mir denn nur 900 angezeigt? Ach so, durch den Ring kriege ich ja mehr. Ah, okay. Das wird der Ring sein. Bringt der mir echt 300? Der bringt sicher plus 10%, oder? Ich habe es dann. Nee, dann, das wäre auch nicht richtig. Plus 30% werden, weil das wird sonst nicht passen. Der Ring der Gunst. Ich weiß gar nicht, was der genau bringt, also wie viel. Okay. Ich weiß, dass er Leben bringt, aber nicht wie viel. Okay. Ja, also hast du geschafft? Ja, ich bin noch dabei. Okay. Aber das war das erste Mal, wo die Seelenspeere meiner Meinung nach auch wirklich was gebracht haben mit 500 Schaden. Was traurig ist, denn sonst haben die mal eben so um die 1000 gemacht oder 1500, je nach Feind. A-Krabbe und dann A-Krabbe. Nein! Nein! Was denn? Nein, 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 nein. Was denn? Nicht Krabben, ne? Krabben? Bitte keine Krabben. Bitte keine Krabbis. Ich sag's dir. Ich weine. Ach so, diese Sumpfkrabben. Ja, die Krabben. Weil da hat einer geschrieben A-Krabbe und dann A-Krabbe. Und da ist er tot. Hast denn? Nice, ja. Nice. Visionen von sinnlos, Vorsicht vor sinnlos. Ja, danke schön. Das ist ich fand den jetzt, das war jetzt der zweite Versuch, also ich fand den jetzt nicht so hart schwer irgendwie. War er auch nicht, ich habe den noch nie probiert, Kater. Ich hab eigentlich den ich meine auch alleine, also. Ach so. Ich habe den Zaunkönig gemacht und dann habe ich keinen Bock mehr gehabt, weil ich dachte, pff. Dann habe ich mich hier halt noch umgesehen, hatte keinen Bock auf den Boss erstmal und kam aber noch nicht so weit, dass ich hätte machen können. Ja, das Vieh ballert zum Glück nicht so häufig, aber er war schon heftig, aber er hat eine ganz, ganz okay Pattern, würde ich sagen, wo man sich gut anpassen kann und auch relativ gut ausweichen kann. Der einzige Schlag, den ich richtig scheiße fand, war sein Rundumschlag, den er so ultra verzögert hat. Ich mag das nicht, wenn die auf einmal ihre scheiß Timings ändern, ne?
Oh, das ist so ekelhaft, sich daran anzupassen. Aber ich fand das mit dem Vieh trotzdem absolut unnötig, weil, nee. Das hätte echt nicht sein müssen, das Vieh. Ja, war unnötig. Dass er noch auf einen ballert. Und wenn, okay, dann sollen wir beide Schaden bekommen. Und bitte den gleichen Amount, weil das wäre fair. Das fände ich okay. Wenn wirklich dann beide Schaden bekommen, kann ich mit leben. Dann kann man das bringen, aber so. Aber es wäre sowieso immer noch nicht ganz fair, weil der ja noch viel, viel mehr Lebensenergie hat als man selbst. Ich habe Nachrichten gefunden, zwei hintereinander. Die erste, in der ersten stand Nachricht voraus, in der zweiten stand Nachricht. Wow. Geil. Kann ich dich beschwören hier? Ja, wo? I don't know. Der erste Beschwörungsstein, der bei mir aktiv wird. Oh, da ist ja noch ein Leuchtfeuer. Warum ist da noch ein Leuchtfeuer? Ja, weil jetzt was kommt, was extrem widerwärtig wird. Ja, aber da war doch gerade Leuchtfeuer vor 2 Sekunden. Ja, die setzen halt automatisch nach den Bossen immer Leuchtfeuer und das ist jetzt halt das nächste reguläre. Das ist ja bescheuert. Schlüssel des großen Archivs und Gotthard Doppelschwert. Okay. Ich kann aber noch nicht beschwören. Ja, weil ich noch kein Zeichen gelegt habe. Nein, ich kann auch noch nicht beschworen werden, meine ich. Also ich gucke ja dauernd, ob der Stein aktiv wird. Ich muss wahrscheinlich durch die große Tür treten. Ich wette, da werde ich gleich ungenutzt. Ja, warte mal, wo lag denn der Schlüssel nochmal? Direkt vor der Tür, in der Leiche. Großes Archiv, ne? Ja, hier kannst du... Oh, oh, nein! Nein, Federarschloch! Aber da kannst du dein Zeichen legen. Stimmt, oder bei mir liegt hier kein Schlüssel, ne? In der Leiche. Da liegt direkt vor der Tür eine Leiche. Ja, bei mir nicht. Hä? Mit 2 Schwertern und einem Hut. Nee, bei mir ist die nicht da. Hast du den Federweißer nicht gemacht? Kater? Nee, klar habe ich den gemacht. Wir waren ja auch bei der... Labyrinth voraus auch noch, oh Gott. Wir waren ja auch hier bei der Kathedrale. Stimmt. Ja, aber dann, bei mir lag hier eine Leiche, direkt bei dem Leuchtfeuer, Kater. Direkt davor, vor dem Eingang. Lag hier bei mir wahrscheinlich auch, aber jetzt. Dann hast du den Schlüssel noch. Dann machen wir die Tür auf. Nee, ich bin gerade zur Tür gegangen, stand dort verschlossen. Das kann aber nicht sein. Leute, das müssen wir erst klären. Ich mache nochmal einen Cut. Oh, das wird ganz schön cut-intensiv hier, der Kram. Naja, bis gleich. Tschüss. Tschüssi. Blub, blub, Leute. Ja, wir sind noch mit dem Part, ich weiß das, aber... es hat sich ein bisschen was geändert. Der Chaos-Kater ist nicht mehr da. Hallo, Chaos-Kater. Ja, guck, niemand mehr da. Leider, schade. Hat leider bisher nicht mehr geklappt und er musste halt weg zu dem Zeitpunkt, als wir gecuttet haben in dem Part. Sorry, ich werde das jetzt noch ein bisschen ausführen. Ich habe auch keine Ahnung mehr, was ich genau gemacht habe oder was logisch ist. Egal. Ich weiß nur, dass wir da bei diesem Dings waren, bei diesem Archiv oder was das da war. Und da mit dem Federweißer da wieder rumspielen müssen. Da freue ich mich jetzt auch voll drauf. Nicht. Soll auch ziemlich eklig sein, habe ich gehört, aber was soll's. Probieren wir es einfach. Ich könnte mal ein Zauberschild ausprobieren. Kostet aber Schweinegeld, ne? Aber ich meine, warum nicht? Verstärkt den noch mit Magie? Bla bla. Die Robustheit eines Großschildes. Das können wir ja mal ausprobieren, denn der verborgene Körper, der bringt ja gar nichts. Na, Kuriko. Nein, ist nicht deine Schuld. Großes Archiv, genau, da waren wir. Ja, das ist der letzte Part, oder beziehungsweise der letzte Teil dieses Parts auch, ist für mich 2 Monate her, circa. Ich bin jetzt endlich wieder daheim aus Wien und habe mir gedacht, komm, nimmst du mal ein bisschen entspannt Dark Souls auf, das wird sicher nicht lange entspannt bleiben. Aber 1, 2 Parts können wir einfach mal machen und dann nehme ich vielleicht noch ein bisschen Halcyon 6 auf, da freuen sich zumindest sehr viele auch drüber. Ich mich auch, das Spiel ist toll. Dieses hier genauso, also das will ich jetzt nicht sagen. Aber ja, mal schauen. Waren wir eigentlich da schon? Na, das gibt später dann Shortcut. Okay. Wahrscheinlich, hoffentlich hinter diesem Archiv. Das eine ziemliche Todesfalle ja sein soll. Wegen... Dem da. Und es ist nicht mehr der echte. Es ist ein Klon. Aber hier kann ich mich gerade mal umschauen. Da hinten ist noch ein Gegner. Oh ja, das wird die Hölle, sage ich euch. Oh, ihr wisst es eh schon.
Ihr wisst es ja eh schon, denn ihr habt es ja schon gemacht. Nee, dem Vieh renne ich ja nicht hinterher. Das machst du gut, mein Freund. Ich hoffe, oh, du kannst. Nee, die Todesfalle lasse ich mich noch nicht locken. Aber so kommt man an den Penner ran. Wir sind mal sparsam und gucken mal, wie viel es ausmacht. Oh, komm schon. Ah, das macht gar nichts, okay. Und da verzieht er sich, okay, cool. Ich hoffe, er bleibt jetzt auch erstmal weg. Ja, gucken wir uns einfach mal um. Ich habe gehört, das soll ein fieses, ekliges, böses Labyrinth sein. Oh nein. Ich höre was. Ah! Wieso bist du jetzt da oben, du Penner? Und ich höre irgendwie... Oh Gott, ich höre Gestapfe, ne? Da habe ich echt keinen Bock drauf. Wo ist der Drecksack? Ich sehe ihn nicht. Ah! Wo ist er hin? Da oben. Ich kann ihn echt nicht sehen, Leute. Seht ihr den? Oder bist du da? Du Drecksstück, du Mieses. Aber ich glaube, der ist unendlich, ne? Selbst wenn man ihn killen kann, kommt der Penner wieder. Na komm, gehen wir erstmal zu einem Gegner. Sorry, Leute, dass es so langsam geht, aber... Wie gesagt, ich habe auch lange nicht mehr gespielt, das heißt, ich kann nix. Und ihr wisst ja, was das heißt, wenn ich was kann. Habt ihr gesehen. Nix Gutes. Du Feigling. Du willst mich in den Tod locken. Ah, ja, so in den Tod nehme ich. Ja, ihr könnt nix. Wenn ihr alleine seid, könnt ihr gar nix. Uns Tokyo Hotel Fans könnt ihr gar... Oh nein, ich die Ritter. Mich nichts wollen. Mich gar nichts wollen. Ich nehme mein Zauberschild und gucken wir mal, wie es abgeht. Wenn das wirklich so ein Großschild wird, wäre das ja nett. Aber ich weiß nicht, ob das nur was angeht, was Balance betrifft oder auch wirklich was die Fähigkeiten betrifft, die man mit dem Ding hat. Au. Danke, du Penner. Was bist du für ein Arsch? Was bist du für ein Arsch? Okay, also die einzige Möglichkeit, die ich... Ah! Die ich sehe, ist hier links rum zu gehen. Ich probiere es einfach mal. Ich bin nicht sicher, was es genau macht, ob es nur die Balance erhöht oder so, oder ob dann auch wirklich mein Ausdauerverlust stark gemindert wird. Hier ist er irgendwo, ich weiß es. Ich werde sicher sterben. Aber wir haben schon mal Titanitbrocken. Du auch noch, ne? Euch hab ich ja liebend gern hier. Dreckiges kleines Mistvieh. Oh Gott, und da sind die auch noch. Oh, tolle Wurst. Ja, das kann ja spaßig werden hier oben. Immerhin kann mich gerade der dreckige Zauberer nicht mehr erreichen. Das ist schon mal gut. Oh Gott, so ein richtiges Labyrinth, ne? Und der Zauberschild ist schon wieder weg. Ja, damit hat sich auch seine Gütlichkeit getan. Okay, ich bin froh, dass das auch nicht mehr so viel Schaden macht, die Waffen. Also, dass die Waffen nicht mehr so viel Schaden nehmen, wenn man einfach mehrfach draufhaut, weil, ich meine, ne? It happens. Wenn man in Panik ist, dann passiert sowas schon mal. Ja, aber bisher sieht's gut aus, das Labyrinth. Macht doch ganz schön Spaß, hier rumzugehen, auch wenn der Federweißer mich schon wieder abnervt, ohne Ende. Aber ich frage mich, wo dieser scheiß Ritter jetzt ist. Der kommt ja gleich um die Ecke und stürmt auf mich zu, und da habe ich echt keinen Bock drauf, ne? Ich bin echt vorsichtig, also wir haben 18.000 Seelen. Kurz mal gucken, wir bräuchten 57.000, okay. Aber nur, damit ich eine Kennziffer habe und weiß, okay, jetzt ist es an der Zeit, sich zurückzuziehen. Ihr bleibt schön da, wo ihr seid, ja? Ich muss euch erst den Ritter besiegen. Am besten nicht nur besiegen, sondern ausschlachten. Da ist er. Okay, es scheint, als patrouilliert er da hinten. Kann ich ihn da kriegen? Oh, aber die ultrafeige Tour, das wäre so geil, ne? Von hier weg snipern. Das geht als. Mit dem Bogenschützen geht sowas, ne? Da könnte ich wieder reiern. Das haben sie dem Magier nicht gegönnt. Da oben gibt's also auch was. Okay. Heißt das, ich komme da rüber? Ich komme da nicht rüber mit einem Sprung. Es gibt ja auch schon den DLC. Ich weiß auch, wo ich hin muss, Leute. Keine Angst. Ich habe da schon was gesehen. Wie man da hinkommt. Aber wir werden es jetzt natürlich noch nicht machen. Ich weiß nur nicht, ob ich es direkt mache, wenn ich kann. Das heißt, nach dem Endboss. Oder ob ich noch ein bisschen länger warte. Vermutlich warte ich länger. Kennt mich. Mit V
Feigling. Ich will das nicht spielen. Warum spiele ich es eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Auch ihr seid alle scheiße. Komm in meine Reichweite, dann bist du wenigstens tot. Okay, einer down. Euch zwei mache ich auch so. Oh, was machst du denn für eine Sitsche hier? Auf deinen Splatterkram hier rumzusplattern. Komischer, angewachster Kerl. Ist ja widerwärtig. Hat man euch nur rausgezogen aus welchem Loch? Ich glaube, es macht mehr Sinn, den Federweiß auch mit meinem Schwert zu attackieren, auch wenn es Magieschaden ist. Es ist besser als gar nichts. Ne? Der scheint dort nicht zu sein. Da komme ich an den ran. Hier komme ich an den ran. Zumindest stürmt er jetzt auch direkt auf mich zu. Passt auf. Der Part geht doch nicht mehr allzu lange. Ah, 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 nein, Schild weg. Du hässliche Kreatur. Sehr gut. Oh nein, mache ich dem gar keinen Schaden. 10% nur mit seinem Schild? Ah, ja, komm schon. Wie wär's, wenn du noch ein bisschen besser zuhauen kannst? Ich find's auch scheiße, dass der, dass mein Mega-Angriff nicht mehr durch Schilde geht. Mein Seelenspeer-Gedöns. Dass der nicht mehr durch Schilde geht, finde ich echt bescheuert. Okay, er hat den Angriffzeitpunkt nicht genutzt. Wir sind Magier, Leute. Wir sind Magier. Komm hier, guck mal. Bam! Oh, crap. Oh nein, nicht so ein Scheiß, mein Freund. Nicht so eine Kacke. Ja, ach so, geil. Ich kann mein Schild jede Sekunde wieder hochziehen. Ist kein Problem, aber wenn ich mit dem Angriff bin, ist mir doch egal. Du Arsch. Du miese Sau. Du feige Sau. Niemand nennt mich eine feige Sau. Sau geil. Ich habe wieder zurück in die Zukunft geguckt, Leute. Das war super. Warum labere ich eigentlich so einen Scheiß, während ich hier attackiert werde von so einem Penner? Ja, guck mal, wie er direkt wieder den Schild hochzieht. Die miese kleine Rade. Komm her, du Kanal. Yeah. Komm mal hier. Bam. Voll einer auf die Fress, sag ich dir. Bam! Du machst deinen scheiß blöden Kackzauber nicht nochmal. Guck mal hier. Ja. So wird hier gespielt, mein Freund. Ha! Sorry, der Boss soll eklig sein, also ich reiß mal mein Maul nicht so ganz auf. Oh Gott, was zur Hölle ist das für eine Sitsche hier? Nebelsitsch. Okay. Ich habe noch keine Mod oder sowas jetzt danach gesucht, dass ich ein bisschen die Texturen noch ein bisschen verfeinern kann oder sowas. Ich meine, es sieht ja ganz gut aus. Ich höre eine Echse glitzern. Und ja, man hört die glitzern. Ja, wer es nicht glaubt, hört mal richtig hin. Am besten, wenn ich gerade die Fresse halte. Oh mein Gott, das ist eine... Das ist eine Scherbe? Ich meine, ich hätte sonst gesagt, eine Feuerhüterseele, aber das ist nicht mehr im ersten Teil. Kristallglocke, okay. Aber das ist wieder nur so ein dreckliger Kleriker-Kack, ne? Weil Glocke. Glocken sind immer Kleriker-Bullshit. Keine Sau brauch. Heilige Glocke. Schlag. Sanftes Gebet. Okay. Ja, ist noch nicht mal Kleriker-Bullshit. Also es wird davon beeinflusst, von Wille, aber... Eine heilige Glocke, die einst Gertrude der himmlischen Tochter gehörte und von den Gelehrten des großen Archivs entweiht wurde. Ih, was haben die mit dem Ding angestellt? Dran gestrubbert? Indem sich die Gelehrten der Kraft von Kristallen bedienen, erlangen sie bestimmte Fähigkeiten. In diesem Falle ermöglichte ihnen das, diese Glocke zum Wirken von Wundern und Zaubern zu nutzen. Oh ja, das ist schön. Regeneriert vorübergehend TP, wenn auch sehr langsam, kann in beiden Händen getragen werden. Oh, das ist gar nicht mal so doof, diese Glocke. Aber ich muss den Cut machen. Ihr wisst ja, wir sind mitten in einem Part eigentlich. Also, ich meine, ihr seht sofort, ne? Und ich weiß es leider auch. Da können wir unsere Treppe runterhauen. Okay, cool. Ja, das wird noch interessant hier in diesem hässlichen Irrgarten. Aber mal schauen. Mal schauen. Momentan geht's noch voran. Ich hoffe, das bleibt doch so. Wir werden sehen. Ihr seid hoffentlich auch wieder dabei im nächsten Part bei Dark Souls 3. Tschüss, Leute.